Herzlich willkommen zu unserem Produkt- und Praxisratgeber Feuchte Schäden in Wohnungen und Gebäuden mit dem heutigen Schwerpunkt Schimmelpilzbildung. Viele Sachverständige, Vermieter oder Hauseigentümer haben in den letzten Jahren leider vermehrt mit Schimmelproblemen in Wohnungen zu tun. Diese betreffen dann häufig Wohn- oder Schlafzimmer, aber auch andere Räume wie etwa das Bad oder die Küche. Damit Sie sich ein Bild von diesen Problemen machen können, habe ich gleich zu Beginn dieses Ratgebers einige Fotos mitgebracht, die typische Situationen in Wohnungen zeigen. Es sind dann häufig Schimmelflecken unter Zier- und Bodenleisten, in Raumecken oder in gravierenden Fällen sogar an ganzen Wandflächen. In vielen Fällen ist das Raumklima und hier ganz besonders die Luftfeuchtigkeit für das Wachstum von Schimmelkulturen an Wänden und Oberflächen verantwortlich. Aber auch falsches Lüftungsverhalten, ein schlecht geheizter Raum, Wärmebrücken oder Isolationsfehler können die Ursache sein. Um diesen unterschiedlichen Gründen auf die Spur zu kommen, möchte ich Ihnen in den nächsten Minuten verschiedene Messsysteme und Lösungsansätze der Scantronic Mugrauer GmbH vorstellen, die die zielgerichtete Analyse von Schimmelproblemen in Wohnungen erheblich vereinfachen. Ich habe Ihnen drei Messsysteme mitgebracht, die besonders häufig bei der Untersuchung von Schimmelwachstum in Wohnungen eingesetzt werden. Es handelt sich bei allen drei Systemen um sogenannte Datenlogger, die die unterschiedlichen Messgrößen wie etwa die Luftfeuchte oder Temperatur nicht nur messen können, sondern über viele Wochen aufzeichnen und so eine genaue Analyse der klimatischen Verhältnisse ermöglichen. Beim ersten Datenlogger handelt es sich um den Hygrofox, der aus dem Thermofox Universal Basisgerät mit übersichtlicher Anzeige und einem aufgesteckten Temperatur-Feuchte-Kombifühler besteht. An dem System können zusätzlich noch weitere externe Sensoren angeschlossen werden, wodurch das Datenlogger-System besonders flexibel einsetzbar ist. Beim zweiten System handelt es sich um den Hygrofox Mini, quasi den kleinen Bruder des Hygrofoxes. Der Datenlogger zeichnet sich besonders durch seine Kompaktheit aus und ist ebenfalls in der Lage, die Luftfeuchte und Lufttemperatur zu messen. Oft kommen beide Systeme kombiniert zum Einsatz. Der dritte Datenlogger ist der Raumklimawächter. Das System verfügt neben dem obligatorischen internen Klimasensor zusätzlich noch über eine elektronische Sicherung gegen Manipulation. Es steht aber auch für die anderen Systeme ein entsprechender Schutz zur Verfügung, dazu gleich mehr. In einem ersten Schritt möchte ich Ihnen nun den Hygrofox etwas genauer vorstellen. Zur Aufzeichnung der Luftfeuchte und Lufttemperatur verfügt der Hygrofox über einen Aufsatz, der die entsprechenden Sensoren enthält. Zusätzlich ist auch im Thermofox-Basisgerät ein Lufttemperatursensor enthalten, der dann zum Einsatz kommt, wenn der Sensoraufsatz einmal per Verlängerungsleitung in einem anderen Raum liegt. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, links am Datenlogger zwei externe Temperaturfühler anzuschließen. Es kann sich dabei entweder um einen Standardfühler handeln, der zum Beispiel ideal für die Messung von Wand- oder Heizkörpertemperaturen ist, oder um einen Oberflächensensor. Dieser enthält das gleiche Sensorelement wie unser Standardfühler, jedoch eingebaut in einem kleinen Aluminiumblock. Auf diese Weise kann der Sensor zum Beispiel permanent an einem Objekt angeschraubt werden. In den meisten Fällen wird aber wohl der Standardsensor zum Einsatz kommen. Damit Sie sich ein Bild davon machen können, wie einfach es ist, unsere Temperatursensoren vor Ort zu montieren, hier ein paar Bilder. Im ersten Schritt wird der Sensor an der Wand angelegt und mit einem Stück Gewebeband vorfixiert. Im nächsten Schritt wird der Wärmeübergang von der Wand zum Sensor mit einem Klecks Wärmeleitpaste optimiert. So können keine Lufteinschlüsse das Messergebnis beeinträchtigen. Im letzten Schritt wird der Sensor mit Gewebeband Press an die Wand angedrückt und die Messung kann schon beginnen. In manchen Situationen wird gewünscht, dass der Datenlogger nicht bewegt oder gar manipuliert werden kann. Dafür stehen sogenannte Siegeletiketten zur Verfügung, die Sie beim Kauf direkt mitbestellen können. Kleben Sie einfach die eine Seite des Siegeletiketts auf das Gerät und die andere Seite zum Beispiel auf die Schrankoberfläche, auf die Sie das System stellen.
Noch eine kurze Unterschrift und Sie können sicher sein, dass der Datenlogger nicht mehr bewegt wird. Sollte dies dennoch geschehen, so reißt das Siegel einfach und Sie wissen Bescheid. Nach dem Einsatz kann das Etikett natürlich wieder rückstandslos entfernt werden. Der Hygrofox verfügt standardmäßig über einen Speicher für 4000 Messwerte und kann optional auf bis zu 64.000 Messwerte aufgerüstet werden. Abhängig von der Anzahl an aktiven Sensoren und dem eingestellten Aufzeichnungsrhythmus ergibt sich daraus die mögliche Messdauer. Wenn Sie zum Beispiel die Sensoren für Luftfeuchte, Lufttemperatur und zwei Wandtemperaturen aktiviert haben, so kann das System bei einem Rhythmus von 15 Minuten über mehr als 5 Monate Daten aufzeichnen. Eine besonders hilfreiche Funktion unseres Hygrofoxes bzw. unserer Analysesoftware ist die Berechnung des sogenannten TRF80-Wertes, also die Temperatur, bei der sich zum Beispiel an Wänden eine oberflächennahe Luftfeuchte von über 80% einstellt. Dieser Wert ist für das Schimmelwachstum ganz besonders interessant und wichtig. Ich möchte Ihnen die Verwendung dieser Funktion nun kurz an einem Beispiel veranschaulichen. Was Sie hier vor sich sehen, sind die gesammelten Messdaten eines Hygrofox-Datenloggers. Die blaue Messkurve zeigt die Raumluftfeuchte, die zeitweise über 60% ansteigt. Die rote Kurve ist die Temperaturkurve einer Wandoberfläche und die schwarze Kurve zeigt den angesprochenen TRF80-Wert. Konzentrieren wir uns nun auf die beiden Temperaturkurven und zoomen uns den entsprechenden Bereich etwas näher heran. Wie Sie sehen, kommt es zu mehreren Überschneidungen der beiden Kurven, von denen ich zwei besonders signifikante rot markiert habe. Die Wandtemperatur fällt hier über mehrere Stunden unter den zugehörigen TRF80-Wert. Was bedeutet, dass die Luftfeuchte an der Oberfläche der Wand während der markierten Zeit dauerhaft über 80% lag. Eine eindeutige und wiederkehrende Problemsituation, die Schimmelpilzwachstum klar fördert. Der Mess- und Aufzeichnungsrhythmus aller unserer Datenlogger ist beliebig einstellbar. Abhängig vom Einsatzgebiet kann dieser zwischen einer Sekunde und 24 Stunden liegen. Auf Wunsch ist das Display des Hygrofoxes auch ausschaltbar. So wird zum Beispiel ein Mieter in seinem Verhalten nicht beeinflusst und die Messung kann ganz ungestört ablaufen. Da unsere Datenlogger häufig vor Gericht eingesetzt werden, stehen natürlich auch Zertifikate zur Verfügung, die den letzten Kalibrierzeitpunkt belegen und Aufschluss über die Toleranzen des Systems geben. Wie ich bereits zuvor erwähnt habe, kann der Luftfeuchte- und Lufttemperaturaufsatz des Hygrofoxes auch einfach abgenommen werden. Mit der entsprechenden Verlängerungsleitung kann der Kombifühler dann zum Beispiel in einen anderen Raum gelegt werden. Alle Datenlogger der Scantronic Mugrau GmbH können über USB mit dem PC verbunden werden. Das entsprechende Interface-Kabel wird ganz einfach rechts am System angeschlossen und die Analysesoftware übernimmt das Auslesen bzw. die Konfiguration des Messsystems. Das kann dann zum Beispiel so wie auf diesem Bild aussehen. In der Mitte sehen Sie die unterschiedlichen Messkurven der Datenlogger. Über die Knöpfe links am Bildschirmrand wird der Datenlogger eingestellt und die Toolleiste am rechten Bildschirmrand beeinflusst das Aussehen des Diagramms. Per Knopfdruck können die Messwerte natürlich auch nach Excel übergeben werden. Hier stehen dann noch weitere tabellarische und numerische Funktionen zur Verfügung, aber auch Diagramme können ganz einfach erzeugt werden. So viel an dieser Stelle zum Hygrofox. Als nächstes möchte ich Ihnen etwas mehr über unseren Datenlogger Hygrofox Mini erzählen. Das System ist äußerst kompakt und etwa so groß wie eine Streichholzschachtel. Wie sein großer Bruder verfügt der Datenlogger natürlich obligatorisch über einen internen Klimasensor für Luftfeuchte sowie Lufttemperatur und wird wie alle unsere Systeme via USB-Interface-Kabel über den PC ausgelesen und programmiert. Zum Schutz gegen Manipulationen kann natürlich auch dieser Datenlogger mittels Siegeletikett abgesichert werden.
Eine besonders positive Eigenschaft unserer Datenlogger ist, dass sie alle miteinander kombiniert werden können. Ich möchte Ihnen dies kurz an einem Beispiel genauer veranschaulichen. Was Sie hier sehen, ist ein typisches Wohnzimmer, in dem sich in der oberen linken Außenwandecke Schimmel gebildet hat. Ein klassischer Anwendungsfall für unseren Hygrofox. Platzieren Sie das System einfach in der Mitte des Raumes, um dort die Klimadaten aufzuzeichnen. Mit den beiden externen Temperaturfühlern messen Sie zum einen direkt in der Ecke die Wandtemperatur und zusätzlich zum Beispiel die Außentemperatur oder die Temperatur des Heizkörpers im Wohnzimmer. In vielen Fällen kommt nun ergänzend ein Hygrofox Mini zum Einsatz. Dieser kann zum Beispiel in der Diele oder einem anderen Raum das Referenzklima aufzeichnen. Aber auch der Einsatz im Außenbereich mit Schutzlackierung ist oft eine sinnvolle Ergänzung. Der Hygrofox Mini Datenlogger verfügt standardmäßig über einen Speicher für 16.000 Messwerte und kann optional ebenfalls auf bis zu 64.000 Messwerte erweitert werden. So können Sie selbst bei einem Speicherrhythmus von 5 Minuten über viele Monate hinweg Daten aufzeichnen. Der integrierte Klimasensor für Temperatur und Luftfeuchte zeichnet sich ganz besonders durch eine außergewöhnlich hohe Genauigkeit aus. Mit dem zusätzlichen Vorteil, dass der Datenlogger nicht aufwendig kalibriert oder regelmäßig eingeschickt werden muss. Bei Bedarf kann der interne Klimasensor einfach innerhalb weniger Sekunden ausgetauscht werden. Auf diese Weise ist das System selbst nach vielen Jahren sofort wieder zum Beispiel für ein Gerichtsgutachten einsetzbar. Wie auch beim Hygrofox kann mit der PC-Software der Taupunkt und TRF80-Wert berechnet werden. Es stehen auf Wunsch ein genaues Kalibrierzertifikat zur Verfügung und die im Datenlogger eingesetzte Batterie kann jederzeit einfach gewechselt werden. Es handelt sich hierbei um eine handelsübliche und kostengünstige 3 Volt Knopfzelle. Als letztes möchte ich Ihnen in diesem Ratgeber den Raumklimawächter mit seiner elektronischen Sicherung gegen Manipulation vorstellen. Wie alle unsere Datenlogger für Feuchteschäden, verfügt der Raumklimawächter natürlich ebenfalls über einen internen Klimafühler für Luftfeuchte und Lufttemperatur. Zusätzlich bietet Ihnen der elektronische Manipulationsschutz die Möglichkeit, Positionsveränderungen des Systems zu erkennen. Wie funktioniert diese Sicherung aber genau? Sie sehen hier eine einfache Wand, an der der gesicherte Datenlogger angebracht werden soll. Als erstes befestigen Sie die Sicherungshalterung an der Wand. Entfernen Sie hierfür die Schutzfolie des Klebestrips auf der Rückseite und drücken Sie die Halterung an der Wand fest. Als nächstes schieben Sie den Raumklimawächter von oben in die Halterung und stecken den Sicherungssensor, der mit der Wandhalterung verbunden ist, in die dafür vorgesehene Buchse des Datenloggers. Fertig! Das System kann jetzt nicht mehr von der Wand entfernt werden, ohne den Sicherungssensor abzustecken. Sollte dies zum Beispiel von einem Mieter versucht werden, so sehen Sie im entsprechenden Diagramm am PC eine eindeutige Markierung. Ich habe Ihnen den zugehörigen Einbruch der Sicherungskurve hier einmal rot gekennzeichnet. Sie können den Mieter gerne gleich darauf ansprechen. Wie beim Hygrofox Mini wird auch der Raumklimawächter gerne kombiniert mit dem Hygrofox Datenlogger zum Einsatz gebracht. Sein Speicher für bis zu 16.000 Messwerte ermöglicht eine monatelange Aufzeichnung inklusive elektronischer Sicherung. Und die Min-Max-Erfassung aller unserer Datenlogger erkennt selbst kurzzeitige Klimaschwankungen zwischen den Aufzeichnungszeitpunkten. Alle unsere Systeme werden mit ein und derselben Analysesoftware konfiguriert und die Auslesung erfolgt wie bei den anderen Datenlogger einfach und schnell über ein USB-Interface-Kabel. Die Klebestrips ermöglichen eine rasche Wandmontage des Systems, die auch leicht wieder entfernt werden kann. Die Vorteile der Taupunkt- und TRF80-Wertberechnung stehen auch beim Raumklimawächter zur Verfügung. Und aussagekräftige Kalibrierzertifikate belegen die letzte Überprüfung und Justierung auch bei diesem Datenlogger.
bestellen Sie das entsprechende Dokument einfach gleich mit. Damit der Raumklimawächter immer sofort verwendet werden kann, sind die eingesetzten Batterien jederzeit austauschbar. Es handelt sich hier um zwei Standard AAA-Mikrobatterien. Ich hoffe, Sie können ein paar hilfreiche Tipps aus diesem Ratgeber mitnehmen und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.